So, einen wunderschönen guten Morgen allerseits zum zweiten Tag der DevConf und einem Novum, denn normalerweise begrüßen wir euch ja immer erst um 10 Uhr am einzigen DevConf-Tag. Aber der frühe Entwicklerin findet den Bug. Also fangen wir heute schon um 9 an. Ich hoffe, ihr hattet heute gestern einen schon interessanten Tag, Nachmittag. Fand das ganz spannend. Spannend, auch das Format gestern Abend mit der Podiumsdiskussion, auch wenn ich zugebe, nicht alles verstanden zu haben. Das wird wahrscheinlich jetzt in der nächsten Stunde wieder so sein. Insofern hat man den Bock zum Gärtner gemacht, dass ich einen Slot anmoderiere, der sich ganz dezidiert an Entwickler wendet. Aber ich kann ja nur dazu lernen. Ich finde es überhaupt schön, wenn man überlegt, wir haben die DevConf ja 2024 gestartet, um stärker über das Development zu sprechen und nicht nur immer auf der Konferenz zu zeigen, was wir schon gemacht haben. Und nachdem die tatsächlich ganz am Anfang Developer-Konferenz geheißen hat, wir dann festgestellt haben, dass die Developer in der Minderzahl sind und es vor allen Dingen eher immer so Power-User sind, die dann gekommen sind und sich interessiert haben, was denn jetzt als nächstes passiert, war das eine ganze Zeit lang auch von diesen Leuten ja, bestimmt. Und eigentlich erst in den letzten Jahren ist die Zahl der Developer dann auch wieder größer geworden. Das freut mich sehr. Wir hatten ja dann auch schon mal so ein Live-Coding auf der Konferenz. Also es wird stärker wieder wirklich Development. Und ich glaube, die nächste Stunde ist auch ganz klar unter diesem Zeichen mit zwei spannenden Inputs. Einmal Doyle als Entwicklungsumgebung für ein einfaches Management von Ilias. Und dann in einem Kurz-Input neues Format, was wir quasi dieses Mal das erste Mal haben, 20-minütige Kurzvorstellung von Git-Hooks, die wir ja jetzt auch stärker in Ilias nutzen wollen, von Michael Jansen. Fangen aber an mit Laura Herzog. Freue ich mich auch sehr, dass wir jetzt wirklich auch mehr Entwicklerinnen haben, denn das war ja bisher, ich sag mal, immer so ein Club weißer alter Männer. Sorry, Michael, du bist nur mittelalt, und ich freue mich, wir haben ja seit diesem Jahr mit Katrin Großkopf auch die erste Maintainerin in der Gruppe. Und Laura ist auch, glaube ich, du bist auch schon, glaube ich, 2 Jahre irgendwie so dabei, aber immer so ein bisschen im Hintergrund. Man sieht dich dann mal im Jour fix. Ich glaube, jetzt ist dein erster Auftritt auf einer DevConf. Freue ich mich sehr und freue mich auch sehr, was du vorstellst, denn gerade als ich gelesen habe, die Installation von Ilias ist so komplex. Das ist ja auch immer was mir, wo ich immer noch denke, da müssen wir einfach noch besser werden. Und zwar jetzt mal ausnahmsweise nicht nur an die Entwickler gedacht, sondern auch an die vielen, die mal Ilias vielleicht ausprobieren wollen und man sagen muss, wie kann man das vielleicht irgendwie schneller an eine Ilias-Installation kommen? Insofern bin ich mal ganz interessiert, was du da präsentierst, wobei es, glaube ich, der Fokus stärker ja auf die Entwickler ist. So, von den wenigen Minuten, die wir haben, habe ich schon 3 verplempert. Laura, bitteschön. Ja, vielen Dank, Matthias. Ich share mein Screen, das sollte gleich wieder funktionieren. Jawohl. Ja, herzlich willkommen an alle TeilnehmerInnen. Ich möchte mit euch heute über ein leidiges Thema reden, was spannend ist und ich freue mich auch drauf und bin auch sehr gespannt, denn ich glaube, nach dem heutigen Vortrag wird sich der Arbeitsalltag von vielen von euch vielleicht ein kleines bisschen verbessern, verändern, hoffentlich. Denn ich möchte über einfaches Management von Ilias Entwicklungsumgebung mit Doyle sprechen. Kurz aber erstmal zu mir. Ich bin Laura Herzog, Toolsmith. Ich kann Entwicklung und kann ein bisschen Administration und bin deswegen DevOps bei Concepts and Training. Und da bin ich halt die Schnittstelle zwischen der Entwicklung und der Administrationsabteilung, arbeite da an Automatisierung und verschiedenen Tools, eben auch das, was ich heute vorstellen möchte. Und ich kümmere mich auch um Deployment und der Continuous Integration. Und im Gegensatz zu vielen, vielen anderen mag ich die Bash doch sehr, sehr gern. Ich möchte als erstes eine These aufstellen, die ich gar nicht so viel beweisen möchte, brauche, aber trotzdem möchte, denn Entwicklungsumgebungen für Ilias bauen ist wahnsinnig aufwendig. Wenn wir uns das mal vor Augen führen, was wir da alles tun müssen, dann wird das schon sehr, sehr viel. Denn aktuell haben wir 4 aktive Branches, die wir maintainen im Verein. Das ist die 5.4, die 6, die 7 und der Trunk.
Und dazu haben wir noch alle wahrscheinlich sehr, sehr viele Forks rumliegen. Um das mal in den Kontext zu stellen, wenn ich jetzt für Elias was bauen möchte, zum Beispiel arbeite ich ab und zu an der Continuous Integration, am Packaging, an diversen Automatisierungen und den Unit-Tests, dann habe ich da schon allein 3 Branches, die ich pflegen muss, die 6, die 7 und den Trunk. Und dazu habe ich noch diverse Forks rumliegen und da bin ich ganz schnell bei 5, 6, 7 Entwicklungsumgebung für Ilias. Das ist ziemlich viel. Und wenn ich dann bedenke, was wir eigentlich alles in den Entwicklungsumgebungen brauchen, wird das alles noch wesentlich mehr. Die Ilias-Versionen haben unterschiedliche PHP-Versionen, die sie benutzen. Um die müssen wir uns kümmern. Wir haben MySQL-Server, damit wir die Datenbank pflegen können. Wir haben einen JRE-Server für den Il-Server, damit wir die Zertifikate managen können. Verschiedene Ilias-Versionen brauchen verschiedene Composer-Versionen. Ab der 7 arbeiten wir mit Composer 2. Davor haben wir mit Composer 1 gearbeitet. Wir müssen uns um den Dateizugriff kümmern. Wir müssen wissen, wo liegt der Index von dem Il-Server. Wir müssen wissen, wo alle Daten liegen, wo halt alles ist. Darum müssen wir uns kümmern. Dazu kommt noch das Log-Management, das Error-Handling, der Ilias-Log. Wir brauchen den Apache Error Log teilweise auch. Wir müssen wissen, wo WUPSI eingestellt werden kann und so weiter und so fort. Und dazu kommen noch so viele Paketabhängigkeiten im System. Die libgd, die XML, Image Magic, wir alle kennen, wir alle denken manchmal, uff, das könnte einfacher sein. Und dazu möchte man das vielleicht noch in virtuellen Maschinen betreiben und. Das ist sehr, sehr viel. Und wenn man sich das dann überlegt, dann denkt man, puh, das würde ich gerne einfacher haben. Das würde ich vor allem gern schneller haben. Und dann stellt man sich so Fragen, ja, wie wäre das denn, wenn wir einfach und schnell neue Branches austesten wollen? Wie wäre denn das, wenn wir einfach neue MitarbeiterInnen in die Entwicklung einführen müssen oder wollen, ohne dass wir jetzt 3, 4, 5 Tage daran verbrauchen, den Leuten die Subsysteme von Ilias beizubringen, damit Ilias überhaupt erstmal auf dem eigenen System läuft. Wie wäre es, wenn wir Plugins installieren wollen und testen, ohne bestehende Installationen kaputt zu machen? Das passiert ja auch ganz gerne mal, dass dann die Datenbank auf einmal nicht mehr so wirklich funktioniert, wenn wir ein bestimmtes Plugin brauchen oder sowas. Oder wie ist es denn halt, wenn wir einfach Ilias einfach mal testen wollen, ohne zu wissen, was wir dafür eigentlich benötigen? Viele von uns können vielleicht gar nicht so viel Administration oder sich mit den Subsystemen auskennen. Das ist bei der Menge und der Fülle, den wir maintainen müssen, eigentlich nahezu unmöglich. Oder was ist, wenn wir verschiedene Installationen auf einem System haben wollen, parallel? Dafür brauchen wir eine ganze Menge Sachen. Wir brauchen entweder virtuelle Maschinen, wir können versuchen, das mit PHP, FPM zu machen oder mit irgendwelchen Switch-Skripten, mit denen wir die PHP-Version und die Pakete austauschen können. Das ist alles sehr kompliziert. Oder was ist, wenn wir einfach ohne Vorbereitung einfach irgendwelche Experimente durchführen wollen? Einfach ein Ilias installieren, ein bisschen was rumtesten, rumprobieren. Ja, ist schwierig. Oder viele von uns arbeiten auch in Service-Providern, die viele verschiedene Kunden haben und Kolleginnen und wir möchten Forks von denen ausprobieren. Ist auch alles nicht ganz so einfach in unserem Entwicklungskontext. Und natürlich, wie wäre es, wenn wir einfach ein bisschen mehr Zeit dafür haben? Also überhaupt mehr Zeit, mehr Freizeit, mehr Zeit für die Entwicklung und so weiter und so fort. Das klingt ziemlich gut, ziemlich schön. Und die Fragen haben wir uns auch gestellt, die Fragen habe ich mir gestellt und ich habe ein Produkt mit meinem Team entwickelt, das sich da nennt DOIL. Und das möchte ich euch heute vorstellen. Was ist DOIL? DOIL ist ein einfaches Command-Line-Interface-Tool, um Entwicklungssysteme zu verwalten. Wir können ganze Umgebungen nach bestimmten Vorgaben erstellen. Wir können diese verwalten und aktualisieren. Also wir können einfache Paketabhängigkeiten hochfahren, runterfahren, wie wir das möchten. Und wenn wir es dann einfach nicht mehr brauchen, können wir das löschen. Warum auch nicht? Weil Plattenplatz ist auch teuer. DOIL macht sich die Technologien von SaltStack und Docker zunutze. Das muss man aber absolut nicht kennen und vor allem auch nicht können, weil sich DOIL um alles
kümmert, was dazugehört. Und das Ganze ist extrem einfach. Wir haben zwei extrem wichtige Befehle. Das ist DOL Create. Mit DOL Create können wir Entwicklungsumgebungen erstellen nach den entsprechenden Vorgaben. Und mit DOL Up können wir eine Entwicklungsumgebung einfach starten und dann ist sie da. Das funktioniert. DOL ist flexibel. Wir können verschiedene PHP-Versionen einfach so benutzen. Wir können unterschiedliche Repositories und Forks einfach so benutzen. Und die Abhängigkeiten, wie zum Beispiel die Composer-Versionen und Paketversionen und so weiter und so fort, werden automatisch gesetzt, ohne dass wir uns darum kümmern müssen. DOL ist auch integriert. Wir haben klare Arbeitsabläufe. Alle Ordnerstrukturen sind sehr übersichtlich. Wir sehen auf einen Blick, wo ist was. Und das Schöne ist, DOL lässt sich in den Storm Workflow integrieren und auch in andere IDEs. Das ist alles ziemlich einfach und funktioniert super. DOL ist auch portabel. Es funktioniert auf Debian, macOS und hoffentlich auch bald Windows. Ich muss aber dazu sagen, dass es mit Einschränkungen ist. Auf die komme ich später nochmal dazu. Und die Daten aus dem Dateisystem und MySQL können ganz einfach übertragen werden. Sie sind sehr leicht verfügbar. DOL ist außerdem auch isoliert. Jede Entwicklungsumgebung, die wir erstellen, ist komplett unabhängig von anderen Entwicklungsumgebungen. Das heißt, wenn wir Änderungen am System A durchführen, werden die von System B einfach ignoriert. Da brauchen wir gar keine Angst haben, dass wir irgendeine Installation zerschießen, wenn wir eine andere Installation irgendwie verändern. Das ist sehr angenehm im Arbeitsalltag. Und das Beste ist, DOL ist Open Source. Es ist frei verfügbar und alle von uns, also alle von euch, alle können quasi helfen. Ihr findet das Tool unter github.com/concepts-and-training/DOL. Aber ich kann viel erzählen, wenn der Tag lang ist und ich möchte euch deswegen einmal kurz zeigen, wie DOL in der Praxis funktioniert. Angefangen, ich hoffe, ihr seht jetzt das Terminal, angefangen mit dem Befehl DOL create. Mit DOL create habt ihr einen kleinen Wizard, der euch durch die Installation von so einer Instanz bzw. einer Entwicklungsumgebung, das ist so ein bisschen synonym gehalten in DOL, erstellt. Wir nennen diese Installation einfach mal Elias Test. Wir können das Repository, was registriert ist, wählen. Dazu komme ich gleich nochmal. Wir nehmen die Elias natürlich. Wir überprüfen kurz die Branches, die existieren. Je nachdem, wie viel da ist, kann das lang dauern. Wir nehmen das Release, richtig geschrieben, 7. Und wir sagen, wir möchten ein bisschen straight of the art und PHP Version 7.4. Und damit installieren wir jetzt die Entwicklungsumgebung. Das dauert gut und gerne mal ein paar Minuten. Das ist relativ langwierig und währenddessen möchte ich in alter Bio-Leg-Manier sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar habe ich schon mal eine Installation vorgenommen und da ich jetzt fast vergessen hätte, wo die liegt, kann ich über DOL List mir anzeigen lassen, welche Instanzen ich überhaupt schon registriert habe. Ihr seht jetzt hier, die IL-Test ist schon registriert, installiert aber noch und ich habe die Elias-Instanz da. Zu der kann ich navigieren, indem ich einfach DOL-CD Elias eingebe und dann bin ich schon im Projekt drin und ich sage jetzt einfach mal DOL up und starte damit die Instanz. Die wird hochgefahren. Das dauert kurz, denn Elias ist groß. Teilweise 1,7 Gigabyte und die ganzen Daten werden natürlich halt initialisiert von dem Docker-System dahinter. Das dauert leider immer mal eine Minute. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr virtuelle Maschinen benutzt. Eine Sekunde. Und da ist die Instanz gestartet. Die Instanz können wir jetzt aufrufen, indem wir 0.0.0.0 aufrufen. Und damit sehen wir die Instanz. Das dauert manchmal ein kleines bisschen, je nachdem, wie viel im Hintergrund gerade passiert.
Und durch den Create-Befehl passiert gerade sehr viel im Hintergrund. Leider dauert das immer ein bisschen. Hallo? Moment. Ja. Ihr seht hier, wir sind hier direkt auf der Setup-Seite. Ich habe nichts anderes gemacht, als wie hier diesen Create-Befehl eingegeben und damit die Instanz erstellt. Und damit sehe ich dann hier schon ein komplettes Subsystem von Ilias mit der entsprechenden PHP-Version. Ich kann alles erreichen und kann mich jetzt um die Installation kümmern. Ich möchte kurz einen kleinen Exkurs machen, warum die Einschränkungen existieren, die ich vorhin besprochen habe, unter Mac. Unter Linux ist es so, dass ich die Instanz jetzt theoretisch über ilias.local erreichen könnte, kann ich im Mac leider nicht, denn es fehlt, wenn wir uns das mal eben ansehen, unter Docker Network S, sehen wir, dass uns die sogenannte Bridge zwar existiert, aber uns fehlt eine andere Linux-Bridge. Und diese Linux-Bridge kümmert sich darum, dass der Traffic, der von unserer IP, unseres erstellten Containers existiert, leider nicht weitergeroutet werden kann. Das heißt, unter Mac ist es leider so, dass Ilias-Installation grundsätzlich unter der 0.0.0 erreichbar sind. Das Ganze kann man aber entsprechend nochmal so konfigurieren, dass man sagt, okay, ich möchte ein Port-Forwarding haben, sodass wir die Ilias-Version unter einem bestimmten Port haben. Dafür können wir, wenn wir in die Ilias-Installation, die wir erstellt haben, reingehen, können wir in der Docker Compose den Port einfach ändern und damit die Ilias-Version unter einem anderen Port erreichen und damit parallel mehrere laufen lassen können. Ihr seht jetzt hier schon die Installation, die mir Doyle erstellt hat. Ich habe einen Conf-Ordner, den kann man eigentlich ignorieren, der kümmert sich nur darum, dass Docker und Docker Compose weiß, wo was liegt. Aber hier kann ich euch zeigen, wie die Datenstruktur eigentlich ist. Unter Volumes habt ihr den Data-Ordner mit den ganzen Ilias-Daten, die eingefügt werden. Ihr habt die MySQL-Datenbank direkt hier zur Verfügung. Ihr habt natürlich eure komplette Ilias-Entwicklungsumgebung mit dem aktuellen Branch hier zu sehen. Der Index wird natürlich später gefüllt von dem IL-Server und ihr habt die Log-Dateien direkt von dem Apache zu sehen, wenn es Fehler in dem Error-Log gibt, dann von Ilias, dann seht ihr den hier und natürlich die Ilias-Log. Das heißt, ihr könnt schnell und einfach auf eure Daten zugreifen und damit arbeiten. Jedes Projekt bekommt eine eigene README-Datei. Ihr könnt ihr könnt nochmal ganz kurz sehen, wie was wo funktioniert, wo die eigentlichen Strukturen sind und die entsprechenden Pfade für eure Ilias-Umgebung, wenn ihr die installiert. So funktioniert das sehr einfach. Ich habe euch ja versprochen, dass ihr auch Forks von Kolleginnen einfügen könnt. Das könnt ihr machen, indem ihr zum Beispiel den Befehl Repo benutzt. Ihr könnt über Repo sehen, dass wir Repositories hinzufügen können. Das machen wir mal eben, denn ich habe noch einen Fork rumliegen. Ich kenne jetzt den Befehl, deswegen kann ich ihn einfach mal abtippen. Zum Beispiel Laura Ilias Repo und jetzt kopiere ich mir mal eben mein Repository. Moment. Damit ist es hinzugefügt und wenn ich jetzt Doyle Create eingebe, kann ich dieses Repo auch auswählen und wird dann auch benutzt. Noch eine Besonderheit von Doyle ist, dass jeder Befehl, den ihr eingebt, mit einer Hilfe versehen ist. Ihr könnt euch komplett durchhangeln von hier, also über doyle-help, könnt ihr euch durchhangeln über die ganzen Befehle. Ihr könnt auch eine Hilfe für die Create aufrufen und seht, dass ihr hier zum Beispiel noch bestimmte Optionen habt und Parameter, die ihr benutzen könnt für eure Doyle-Integration. Das heißt, ihr könnt doyle-create-name foo benutzen. Und ihr werdet direkt weitergeleitet zum Repository. Wenn ich den Befehl jetzt erweitere, könnte ich sagen, ich komme jetzt zu dem nächsten Sache, wo die Branches gewählt werden können. Und so kann ich mich durchhangeln und habe am Ende nur noch den Doyle Create-Befehl mit den entsprechenden Parametern und ihr müsst euch um nicht mehr viel kümmern. Das heißt, ihr könnt mit einem einfachen Befehl eine komplette Ilias-Umgebung
erstellen. Schauen wir mal kurz, wie weit wir hier sind. Ja, das dauert natürlich jetzt eine Weile. Das wird wahrscheinlich auch nicht bis zum Abschluss fertig sein. Aber so funktioniert Doyle. Wie gesagt, Doyle ist frei verfügbar und könnt ihr benutzen, wie ihr das möchtet. Und viel mehr ist es auch nicht. Wir können, wenn ihr Fragen habt, jetzt zu dem Fragenteil kommen. Genau, da kommt noch eine Frage von Stefan. Stefan Schneider fragt, was ist mit TLS SSL? Funktioniert nicht. Wir haben kein Zertifikatmanagement, kein automatisches. Also alles, was erreichbar ist, ist nur über HTTP erreichbar. HTTPS funktioniert leider so nicht, weil die Zertifikate einfach nicht funktionieren. Kommt vielleicht später noch. Okay, jetzt tippen einige. Fabian Schmid, bitte. Ja, genau. Kann man mich hören, hoffentlich. Wunderbar. Sehr schön, wunderbar. Ja, vielen Dank für diese Präsentation. Das ist echt sehr cool und erinnert mich natürlich auch an zwei, drei Dinge, die wir bei uns bei der Studio und Reimann AG auch nutzen. Bei uns hat Robin den Didi eingeführt. Und der Didi ist ein bisschen wie der Doyle. Also übernimmt halt genau solche Aufgaben. Im Hintergrund arbeitet das ebenfalls mit Docker. Da stellen sich mir so zwei, drei Fragen. Zum Beispiel, arbeitet ihr direkt mit so vorbereiteten Images für Docker? Das ist zumindest bei Didi so gelöst, insbesondere halt eben genau aus diesem Grund, dass das Starten von neuen Instanzen so halt viel, viel schneller geht, weil eigentlich die Images sind mehr oder weniger fertig bereit, um mit Lias zu arbeiten. Und es muss dann eigentlich nur noch der Source Code auf den richtigen Branch gestellt werden. Macht ihr das auch so oder werden die wirklich, also sind das Apache-Images mit PHP und das wird alles von Scratch hochgezogen? Es funktioniert ganz anders bei uns. Und zwar, wir haben, das kann ich hier zeigen am besten, wir haben, das ist alles, was wir in unserer Docker-File haben. Wir arbeiten mit dem Salt-Subsystem, das sich komplett um die Arbeitsumgebung, um die Entwicklungsumgebung kümmert. Das heißt, wir haben letztendlich nur so ein einfaches, kleines Docker-File-Image und alles, was wir danach tun, macht Salt. Das heißt, Salt ist ein eigenes System, um Systeme zu verwalten letztendlich. Es gibt einen Hauptserver, auf dem werden bestimmte Konfigurationen gespeichert. Diese Konfiguration nennt sich Salt-Stack. Und mit diesen Konfigurationen können dann sogenannte Minions gefüttert werden mit Daten. Wir haben uns deswegen dafür entschieden, weil wir so Umgebungen individuell anpassen können. Das heißt, wenn wir jetzt eine bestimmte Umgebung sagen möchten, okay, wir möchten hier PHP 7.3 haben, können wir das halt darüber ganz einfach steuern, ohne dass wir an die Docker-Files kommen. Was wir aber machen, ist, dass wir für jedes erstellte Instanzen eigenes Image erstellen. Das heißt, wir haben das Doyle-Elias-Image hier. Wenn dieser Befehl irgendwann mal durch ist, das dauert immer leider wirklich ein bisschen länger, je nachdem, wie die Internetleitung ist, wird dann halt noch Doyle-Elias-Test dastehen, sodass die Daten halt sehr schnell hochgefahren werden können. Beantwortet das deine Frage? Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch zwei, drei weitere, aber es können auch gerne mal schon andere Fragen stellen. Und sonst komme ich gerne noch mit weiteren. Eins ist gerade niemand zu melden. Ein Punkt, der mir halt auffällt, ich arbeite auch mit Mac. Mac und Docker ist jetzt nicht gerade die Performance Hyper-Geschichte. Seht ihr das bei euch auch so? Also halt insbesondere alles, was so eben Files hin und her ist. Und so wie ich gesehen habe, schreibt ihr ja zum Beispiel eben auch die Apache-Log-Files in einem Volume, das ja vermutlich dann eben auch bei dir lokal auf dem Rechner erscheint. Bremst das die Geschichte nicht ziemlich stark auch aus?
Also ich merke, dass unter Mac auf jeden Fall Performance-Probleme existieren. Das liegt aber tatsächlich an Docker für Mac. Das ist halt leider das Desktop-Tool und die haben nicht das Docker for Linux. Auf den Debian und Ubuntu-Maschinen, auf denen Doyle läuft, funktioniert das einwandfrei und sehr, sehr schnell. Mhm. Ich dachte nur, dadurch, dass wir sowieso uns nur auf der Konsole bewegen, sollte es eigentlich auch für Mac funktionieren. Es tut es auch, nur leider ein bisschen unter Schmerzen. Genauso wie bei Windows, da haben wir den Windows-Linux-Layer und da gibt es auch Netzwerkprobleme. Ich hoffe, die werden sich bald mal lösen. Da kann ich leider nicht viel machen. Das ist mal eine technische Voraussetzung, an der wir nichts können, leider. Aber es funktioniert grundsätzlich auch auf Mac, theoretisch auch auf Windows, wenn WSL aktiviert ist. Habt ihr auch gleich mit so Dinge reingepackt, wie das CLI-Setup in die VIA 7 zum Beispiel direkt anzusprechen? Kommt noch. Kommt noch, ja. Ja, kommt noch. Weil das ist jetzt etwas, was uns die Arbeit wirklich auch sehr stark erleichtert. Also, dass man halt mit Digi-Up nicht nur die Umgebung kriegt, sondern VIAs ist auch schon installiert. Ja, das kommt auf jeden Fall noch. Das ist geplant. Das wird in der nächsten Minor-Version implementiert sein. Sehr cool. Und dann komme ich auch schon zur letzten Frage. Steht aber, glaube ich, auch schon im Chat der Link zum GitHub-Repo. Ich vermute, das ist noch gar nicht drauf. Du hattest da den Link vorhin in der Präsentation, glaube ich, drin. Und wahrscheinlich ein Private-Repo. Ja, das ist noch private. Ah ja, das ist noch private. Entschuldigung. Kein Problem. Accessibility, das war ein kleiner Fehler. So, es ist auf jeden Fall jetzt freigegeben. Ja, Doyle ist jetzt öffentlich. Entschuldigung. Wirklich sehr, sehr coole Geschichte. Dankeschön. Und cool, dass ihr das auch Open Source stellt. Weitere Fragen? Es wird getippt, ja, aber ich sehe noch nichts. Bitte? Ah ja, Fabian fragt gerade jetzt. Fabian Sesterhen fragt, kann man unter Windows das Linux-Subsystem nutzen oder läuft das dort direkt auf Windows? Das läuft auf dem Linux-Subsystem. Aber direkt auf Windows funktioniert das definitiv nicht. Man muss dieses Linux-Subsystem aktivieren und benutzen, damit was geht. Und Timon berichtet, dass Olivia es bei euch, bei Ihnen in Uni Bern wahrscheinlich, auf dem Mac getestet hat und es würde funktionieren. Das ist doch super. Da freue ich mich. Noch als zusätzliches Information, lest euch die README durch. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, die README nach Möglichkeit so detailliert wie möglich zu produzieren. Es gibt Links zu den entsprechenden Dokumenten, die noch irgendwie durch Docker oder SwordStack benutzt werden können. Es gibt noch ein paar Befehle, die ihr benutzen könnt, um das Ganze zu managen oder wenn ihr halt mitmachen möchtet. Also schaut euch die README an, da stehen auch alle Befehle drin. Es gibt noch zum Beispiel einen, den ich sehr gern benutze, um das Subsystem zu testen, zum Beispiel Doyle Login. Oder wenn ich gerne mal was zerschieße, dann benutze ich Doyle Repair, um eine Instanz ganz zu machen. Also es funktioniert ziemlich viel. Also wir haben sehr viele Features reingepackt in die erste Version. So, dann fragt Pascal fragt noch, kann man das Salt auch austauschen? Ja. Wir haben jetzt ein Salt eingebaut, das könnt ihr unter TPL Stack sehen. Da habt ihr die zwei Ordner Config und States. So müsstet ihr das Repository auch aufbauen. Und in der README steht auch drin, wie ihr hier unten das Salt Stack Repository ausbaut und eigene Salt Stacks erstellen könnt. Und Fabian, ganz kurz fragen. Ja. Nein, es geht gar nicht darum, also ich würde es gerne komplett ohne Salt haben. Ja, nee, das funktioniert.
nicht. Also der Punkt zum Hintergrund, wir haben halt bei uns eine Puppet-Installation, die 600-700 VMs gerade mal managt. Und dann möchte ich kein Salt irgendwo noch dazwischen haben. Ja, daher wäre die Frage. Nee, leider nicht. Also wir haben das extra für Salt aufgebaut, weil wir auch Salt benutzen und haben uns dafür entschieden, weil das halt recht einfach ist, die Images damit zu erstellen, weil wir so nur noch an Config-Dateien arbeiten müssen und nicht mehr an den ganzen Docker-Befehlen und den Debian-spezifischen Sachen, die da in den Docker-Images gemacht werden müssen. Also ohne Salt funktioniert das System leider nicht. Und dann ist noch eine Frage, die habe ich eben gerade leider übersehen. Fabian Schmid, kann man PHP-Version oder auch Datenbank rasch hin und her switchen? Wie meinst du das mit switchen? Innerhalb einer Instanz? Oder? Ja, genau. Also ich habe das halt insbesondere bei der Core-Entwicklung bin ich sehr glücklich darüber, dass ich mit Didi oder eben im Hintergrund mit Docker relativ rasch meine aktuelle Instanz, die ich habe, runterfahren und gleich wieder hochfahren kann mit einer anderen PHP-Version. Und die Daten sind aber alle noch da, weil wir ja oft in den Releases einige PHP-Versionen unterstützen müssen. Und dann kann man so immer die höchste und die tiefste mal kurz ausprobieren oder mal kurz schauen, ob die letzten Änderungen auch mit MariaDB 10.4 oder irgendwie sowas laufen. Und das finde ich was Cooles, dass ich relativ rasch hin und her switchen kann und könnte mir vorstellen, dass das eben auch bei Doyle natürlich interessant sein könnte. Oder vielleicht gibt es das eben ja schon. Das gibt es noch nicht. Die Idee klingt interessant. Ich weiß noch nicht, ob das in das Credo von Doyle passt, weil wir halt mit Doyle einfach Umgebungen erstellen wollen und dann entsprechend entfernen wollen, je nachdem, wie es halt gebraucht wird. Dass der Ansatz, eine Maschine so zu manipulieren, dass wir beim Start festlegen, ich will eine andere PHP-Version, ist, glaube ich, ein anderes Credo und eine andere Herangehensweise an das Problem, was wir halt versuchen, lösen zu wollen.